Willkommen zu Gangster Rap XY Ungelöst. Mein Name ist Murat Klein und heute sprechen wir über die Messerattacke und den Überfall auf Flair. Gangster Rap XY Ungelöst. Wo sind heutzutage die deutschen Gangster oder Straßenrapper? Das ist Gangster Rap XY Ungelöst. Flair ist ein Rapper, der in unserer Szene dafür bekannt ist, ungefiltert und direkt zu sein. Seine Interviews genießen gerade deshalb Kultstatus. Doch wenn man sagt, was man denkt, ist es nicht ausgeschlossen, dass man andere Menschen verärgert. Und das scheint auch im Jahr 2007 in den MTV-Studios der Auslöser für eine Messerattacke auf Flair gewesen zu sein. Gangster-Rap. XY ungelöst. Sein bürgerlicher Name ist Patrick Losensky. Doch in der Deutschrap-Szene ist er unter den Künstlernamen Flair, Frank White oder auch Flizzy bekannt. Flair, damals noch Teil des Independent-Labels Agro Berlin, war in den Berliner Studios von MTV in der Live-Sendung TRL zu Gast. Der damals 25-Jährige sollte einen Gig spielen und generell ganz klassisch für sein Album Fremd im eigenen Land Promo betreiben. Gegen 18 Uhr wollte Flair das Gebäude des Musiksenders verlassen. Kurz bevor er den Ausgang passieren konnte, wurde Flair jedoch von drei vermummten, mit Messern bewaffneten Männern überfallen. Flair sagte der FAZ, dass er schon immer gewusst habe, wer die Angreifer im Jahr 2007 waren. Er habe aber keine Aussage bei der Polizei dazu gemacht, weil sich das ihm zufolge einfach nicht gehören würde. Flair sagte in mehreren Interviews, dass er glaubt, dass Bushido damals den Auftrag für die Messerattacke gegeben hat. Gangster-Rap. XY ungelöst. Bushido und Flair verbindet eine sehr lange History. Als Sonny Black und Frank White haben sie damals die Deutschrap-Szene im Sturm erobert. Wir schauen uns das jetzt etwas genauer an. Als Flair im Alter von 18 Jahren im Don Bosco Kinderheim in Berlin von der Heimleitung ein internes Betriebspraktikum zum Maler und Lackierer angeboten bekam, trat er diese Stelle mit der Hoffnung auf einen Ausbildungsplatz in dem gleichen Betrieb an. Im Rahmen dieser Tätigkeit lernte er seinen späteren Weggefährten Enis Ferchichi aka Bushido kennen, mit dem er später seinen musikalischen Werdegang als Deutschrap-Künstler startete. Bushido und Flair veröffentlichten unter den Pseudonymen Sonny Black und Frank White am 21. Oktober 2002 das Kollabo-Album Carlo Koks Nutten auf dem Label Agro Berlin. Kurz darauf veröffentlichte Bushido das Album Vom Bordstein bis zur Skyline, auf dem Flair sechsmal als Feature-Gast vertreten war. Laut Flair stammt der Albumtitel und 50% der Texte aus seiner Feder. 2004 trennten sich die Wege der beiden, weil Bushido Agro Berlin verließ, um sein eigenes Label Er ist guter Junge zu gründen, und Flair unterschrieb seinen ersten Vertrag bei Agro Berlin. Dies führte dazu, dass beide ab sofort im Beef gegeneinander waren. Sie dissten sich in unzähligen Tracks und der Beef eskalierte schließlich im Jahr 2007 mit der Messerattacke auf Flair. Der Auslöser für die Messerattacke war der Moment, in dem Flair ein Bushido-Plakat während der Live-Sendung von der Wand riss. Im vorletzten Jahr veröffentlichte Flair in seinem Telegram-Kanal eine Aussage von Bushido, in dem er erklärt, nichts von dem Angriff gewusst zu haben. In dieser Zeugenaussage gibt Bushido anscheinend zu Protokoll, dass er erst von seinem damaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaka auf Flairs Aktion vor laufender Kamera hingewiesen worden sei. Arafat Abou-Chaka habe Bushido am Telefon erklärt, dass Flair zu weit gegangen sei und sehen werde, was er davon habe. Bushido sagte laut dem Dokument aus, er hätte noch versucht, Arafat zu beruhigen. Erst später am Abend habe er erfahren, was genau vorgefallen sei. Bushidos angeblicher Aussage zufolge habe Arafat Abou-Chaka die bewaffneten Männer zu Flair geschickt, um ihn abzustechen. Flair glaubt Bushido nicht, dass er nichts von der Tat gewusst hat. Und er fragt sich auch, warum er weitere 10 Jahre mit Arafat arbeitete, obwohl ihn das doch angeblich so gestört hat. Gangster-Rap. XY ungelöst. Nach der Schließung von Agro Berlin im Jahr 2009 versöhnten sich Flair und Bushido wieder. Sie veröffentlichten gemeinsam den Nachfolger zu deren Klassiker Carlo Koks Nutten. Während des Videodrehs zur ersten Single Eine Chance/Zu Gangster kam es zu einem Überfall, bei dem Flair und seine Crew dachten, dass sie ihr Leben verlieren werden. Flair und seine Crew, bestehend aus Beko, Jalil und dem Kamerateam, befanden sich auf dem Videoset in Berlin-Schöneberg beim Palace-Gebäude. Flair wusste, dass es gefährlich sein könnte, wenn sie mit einem großen Videoteam in Schöneberg auffahren. Denn die Schöneberger haben es nicht gerne gesehen, wenn Leute von außen am Palace-Gebäude drehen. Bushido befand sich zu dem Zeitpunkt an einem anderen Set.
Flair sagte in einem Interview mit Rap.de, dass er sich während des Videodrehs mehrmals umgedreht hat, um zu sehen, ob alles okay ist, weil er wusste, dass es jeden Moment eskalieren könnte. Er erklärte auch, dass das Kamerateam nicht ahnte, in welcher Lage sie sich befanden. Nachdem sie die Szenen abgedreht hatten, stiegen Flair und die gesamte Crew in einen Van, um zur nächsten Location zu fahren. Als sie mitten auf die Kreuzung in Schöneberg fuhren, ahnte Flair, dass was nicht stimmt und schaute nach links über seine Schulter, wo er vier maskierte Männer, von denen einer ein Maschinengewehr hatte, aus einem BMW aussteigen sah. Die vier Männer rissen die Tür vom Van auf und als einer von ihnen Flair mit einem Schlagstock angreifen wollte, drückte Becco Flair runter. Der Schlagstock traf Beccos Arm. Im selben Augenblick kam der maskierte Mann mit dem Maschinengewehr und fing an, in den Van zu schießen. Nachdem Flair und seine Crew realisierten, dass sie überlebten, fiel Becco auf, dass die maskierten Männer mit Platzpatronen schossen. Kurz darauf drückte der Fahrer des Vans aufs Gas und die ganze Crew konnte vom Tatort unversehrt entkommen. Gangster-Rap. XY ungelöst. Wir schalten jetzt Christina dazu. Sie hat einige interessante Details zum Tathergang. Kannst du uns was zu den Tätern berichten? Bis heute ist nicht klar, welche Männer sich hinter dem Täter-Trio verbergen. Der Täter mit der Maschinenpistole war zur damaligen Zeit ca. 25 bis 30 Jahre alt. Ca. 1,85 groß, hat kurze schwarze Haare und eine kräftige sportliche Figur. An dem Tag trug er ein 3-Tage-Bart. Die Komplizen waren ca. 20 bis 30 Jahre alt. Bewaffnet waren sie mit einem Schlagstock und Messern. Die Täter sollen mit einem alten Kombi unterwegs gewesen sein. Welche Hinweise kannst du uns zu den Waffen geben? Es handelt sich vermutlich um eine Maschinenpistole der Marke Ecol Asi. Diese Waffe kann man sich zum Beispiel in der Slowakei leicht beschaffen. Die Pistole war zur Tat mit Schreckschussmunition Kaliber 9 mm geladen. Kannst du uns zeigen, wo der Angriff passiert ist? Die Tat fand am 14. Juli 2009 in Berlin-Schöneberg in der Palaststraße statt. Ganz in der Nähe ist das Palaceum, der sogenannte Sozialpalast, ein riesiger Gebäudekomplex. Nur 5 Kilometer davon entfernt wurde übrigens dieselbe Waffe ein zweites Mal beim Überfall auf eine Spielothek in der Bismarckstraße in Berlin-Charlottenburg, ganz in der Nähe der U-Bahn-Station Deutsche Oper, verwendet. Das war am 14. Februar 2011 gegen 22 Uhr. Kann es sein, dass es sich hierbei um denselben Täter handelt? Auszuschließen ist das definitiv nicht, denn Fakt ist, dass dieselbe Munition und dieselbe Waffe wie beim Angriff auf Flair verwendet wurde. Die Täter wurden beim Raub der Spielothek von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Mann mit der Maschinenpistole trägt eine helle Sturmhaube. Der unmaskierte Täter bedroht die Angestellte und fordert die Herausgabe des Geldes. Ein Foto des unmaskierten Täters blende ich gerne einmal ein. Die Beschreibung ähnelt der zu Beginn gemachten Täterbeschreibung des Tätertrios im Fall Flair. Danke, Christina. Gangster-Rap. XY ungelöst. Natürlich hat unsere Hip-Hop-Szene seine Insider und Theorien zu dem Fall. Als die maskierten Männer die Tür des Vans aufrissen, sollen sie in den Van "Du bist also wieder mit Bushido" gerufen haben. Insider glauben, dass die Tat ein Racheakt von Flairs altem Umfeld sei, weil sie es ihm übel nahmen, dass er sich nach all den Jahren des Beefs wieder mit Bushido versöhnt und die Seiten gewechselt hat. Gangster-Rap. XY ungelöst. Wie eben von Christina erwähnt, überfielen am 14. Februar 2011 zwei Männer in Berlin ein Spielcasino, bei dem die Täter ebenfalls ein Maschinengewehr verwendeten. Als die Polizei die Patronen überprüfte, stellten sie fest, dass es sich hierbei um dieselben Patronen wie die, die beim Flair-Überfall verwendet wurden, handelt. Flair geht davon aus, dass die Leute, die ihn 2009 attackiert haben, eher aus unserer Hip-Hop-Szene kommen. Er erklärte der Bild-Zeitung, dass er seine Vermutungen hat, wer das war, er aber ohne triftige Beweise niemanden verdächtigen möchte. Flair sagte, dass er nicht glaubt, dass die Polizei diesen Fall aufklären wird, weil die Polizei die Messerattacke von 2007 bei MTV ebenfalls bis heute nicht aufgeklärt hat. Gangster-Rap. XY ungelöst. Was glaubt ihr? Hat Bushido Arafat den Auftrag für die Messerattacke auf Flair gegeben oder wusste Bushido wirklich nichts von der Attacke? Und was ist mit dem Überfall aus dem Jahr 2009? War es ein Racheakt, weil Flair die Seiten gewechselt hat? Oder wollten hier vier Männer Flair einfach nur Angst einjagen, weil er es gewagt hat, am Palastgebäude zu drehen? Ich bin sehr gespannt auf eure Theorien. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und das war's auch schon für diese Woche. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Gangster Rap XY ungelöst.
Gangster Rap. XY ungelöst. Wo sind heutzutage die deutschen Gangster auf der Straße? Das ist Gangster Rap. XY ungelöst.